Ein heftiger Wintereinbruch sorgt im Norden und Westen Deutschlands für Behinderungen. Betroffen sind vor allem Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Viele Züge fahren nicht, es gab hunderte Unfälle. Im Münsterland untersagte die Polizei Lastwagen die Weiterfahrt. In Nordhessen blieben 55 LKWs auf der Autobahn an einem Berg hängen. Also tatsächlich, der Begriff katastrophal trifft es sehr gut. Die Straßenverhältnisse sind eigentlich so schlimm, wie ich sie persönlich auch noch nie erlebt habe. Es sind Verwehungen. Unter den Verwehungen ist blankes Eis. Und dementsprechend, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen und wissen noch gar nicht, wann wir überhaupt irgendwo enden können. Die Autos stehen an den Steigungen, in den Parklücken, teilweise mitten auf den Kreuzungen. Schnee und Eis auch in den Niederlanden. Es gab bis zu 30 cm Neuschnee. Wetterexperten sprachen von Zuständen wie zuletzt vor 10 Jahren. Die Menschen wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Fast alle Zugverbindungen wurden am Sonntagnachmittag gestrichen. Es wird damit gerechnet, dass die Temperaturen in den nächsten 10 Tagen nicht besonders steigen. In den kleinen Straßen wird kein Salz verteilt und kein Schnee geräumt. Die Leute können da noch nicht einmal ihre Autos wegfahren. Egal wie, man kommt nicht weg. In Frankreich leiden die Menschen unter starken Regenfällen und Hochwasser. Vor allem der Norden und Westen des Landes sind betroffen. Der Höhepunkt der Überschwemmungen ist dabei noch nicht erreicht. Meteorologen rechnen mit weiteren Regenfällen und neuen Hochwasserrekorden am Montag.